Also, ich habe mich ja hier beworben, an diesem Symposium teilzunehmen und freue mich, dass ich das kann und dass ich das tue. Das Thema war so ein bisschen vorgegeben, hat ja mit dem Hunsrück, mit dem Nationalpark zu tun. Und für mich als zugezogene, fast Hamburgerin, ist faszinierend am Hunsrück, oder zum einen diese hügelige Landschaft, die haben wir im Norden nicht, das ist alles flach. Und zum anderen diese Wälder hier, also diese Wälder und das Holz, das hat für mich was, ja, fast was Mystisches. Und normalerweise mal viel und ich arbeite in Stein, aber zu diesem Thema war es einfach klar, dass ich mir Holz. Und da ich glücklicherweise leidenschaftliche Sammlerin bin, habe ich, ja, es ist ein Fundstück, was ich hier bearbeite, und das hat eben zum einen auch diese, von der Form her, ne, ist diese hügelige Landschaft drin. Und dann so vom Thema, also der Eingriff des Menschen in die Natur. Also ich greife diese Form auf und spüre dem nach. So ich drücke dem jetzt nicht irgendwas auf, diesem Holzstück, sondern das ist eigentlich so ein Dialog, den ich hier führe. Und das ist einfach was ganz Wunderbares. Also ich bin total abgetaucht hier auch. Zwischendurch kam gestern immer mal jemand und fragt, ob ich mal was essen oder trinken möchte. Ich vergesse Raum und Zeit, und das ist einfach wunderschön. Und mal gucken, also sie soll stehen, ich kann es auch mal hochstellen. Gebohrt habe ich es hier unten jetzt auch schon, die kommt dann auf einen Ständer. Und ich kann sie auch langsam mal rumdrehen, man kann sich ganz viel hier so hineindenken. Also einer sieht dann Tiere, einer sieht einen Flügel, der nächste sieht einen Torso. Also das ist die Fantasie eines jeden Einzelnen, der dieses Teil dann betrachtet, irgendwann mal gefordert oder gefragt. Und das finde ich aber eben einfach ganz schön. Es ist, ja. Das hier ist ein Aquarellbild. Ich habe das Motiv ausgesucht, weil ich fand diese Gruppe von Häusern typisch für den Hunsrück und weil es mich auch sehr inspiriert. Ich male immer in der freien Natur, eigentlich das, was ich vor mir sehe. Ich beginne mit Bleistift ein bisschen zu skizzieren und dann fange ich an mit den Farben und versuche das dann zu bearbeiten. Ich bin also hier diese 3 Tage in Leisel auf dem Künstlersymposium. Freue mich sehr, das ist sehr schön, sich mit anderen Künstlern auszutauschen, zu sehen, was andere Leute für Techniken haben, und ja, finde das sehr interessant. Ist es schwer, ein Motiv zu finden, wenn man vor Ort ist? Hier in Leisel ist es gar nicht schwierig, weil es ist doch ein sehr malerisches Dörfchen. Ich könnte eigentlich hier überall rumgehen oder auch fahren und würde auf jeden Fall etwas finden, was mir gefällt. Ich bin hier in der Nähe geblieben. Heute Morgen hat es ein bisschen geregnet, was natürlich nicht so gut ist für Aquarell. Und dann musste ich ganz schnell nach innen gehen. Aber manchmal male ich auch in meinem Auto, wenn ich nicht im Freien malen kann. Aber ich male eigentlich immer im Freien. War auch gestern hier den ganzen Tag draußen. Und ja, das finde ich also völlig, also es ist sehr schön hier und man kann immer etwas zu malen finden in Leisel. Das ist das zweite Bild, weil das erste Bild habe ich gemalt für einen Wettbewerb, oder sagen wir mal so, im Rahmen von dem Symposium werden 3 Bilder prämiert, und dann habe ich gestern ein Bild gemalt für diese Ausstellung, die wir gemeinsam haben, wo man etwas malen sollte zum Thema Nationalpark, wie die Leute, die Menschen, wie die Menschen die Landschaft verändert haben in dem Nationalpark oder in diesem Gebiet, und etwas über Kultur und über Natur sollte man dann malen. Und dann habe ich mir so ein Thema ausgedacht und habe dann gestern etwas aus dem Kopf gemalt, nicht so eine Szene, was ich vor mir habe.
Mein Name ist Marion Janssen. Ich komme gebürtig aus dem Siegerland, bin dort aufgewachsen, habe da eine Berufsausbildung gemacht und bin seit 2011 wohnhaft in Niederhosenbach. Also quasi erst ein Neuling noch im Hunsrück. Wir haben diesen Sprung getan in den Hunsrück, weil uns die Natur ja sehr gut tut. Wir haben ein bisschen Ruhe gesucht, ein bisschen weniger Verkehr. Und ich bin der Meinung, da habe ich eine gute Sache für mich selber auch gemacht. Im Kunstverein bin ich seit Anfang dieses Jahres und bin vom Kunstverein auch eingeladen worden, an diesem Symposium teilzunehmen. Für mich etwas ganz Neues. Ich wusste erst gar nicht, was da überhaupt so passiert. Und habe dann natürlich, weil ich es nicht wusste, versucht, mich zu Hause sehr gut vorzubereiten, was mir total missglückt ist. Ich habe eine Collage gelegt zu Hause, hatte so ein Bild im Kopf, was ich dann machen wollte und habe mir halt auch entsprechend ein paar Holzstücke, Baumrinde, Gräser mitgebracht. Aber entstanden ist was ganz anderes. Ich denke aber, das ist für mich in Ordnung so, dass was anderes entstanden ist. Es ist ein bisschen Spontanität und es passt auch zum Thema. Das andere an diesem Symposium ist, man lernt andere Künstler kennen, die alle irgendwas anderes machen. Es ist niemand da, der das Gleiche macht. Verschiedene Materialien, ganz unterschiedliche Ergebnisse und es entstehen auf diesem Symposium Freundschaften. Das tut einfach sehr gut. Man tut auch was für die Seele und man kann auch vieles mitnehmen. Ich denke, ich nehme viele Ideen mit nach Hause. Ich habe gesehen, wie andere Künstler mit ihren Materialien arbeiten, von denen ich noch gar keine Ahnung hatte. Und ich würde sagen, ein erfolgreiches Wochenende hat sich rentiert. Ich freue mich auf die Ausstellung. Weil im Moment ist das ein oder andere noch nicht fertig und das dann nachher zu sehen, wenn das Projekt dann fertig ist, das finde ich doch ganz toll. Freue ich mich drauf. Ja, ich heiße Wilhelm Kenn, bin gebürtig von der Mosel und habe mich jetzt spontan entschlossen, hier mal bei dem Kurs mitzumachen, beim Symposium. Ich mache die Kunst hier so ein bisschen mehr als Hobby, also als zweites Standbein, aus Inspiration heraus. Mein großes Vorbild ist der Friedrich Hundertwasser, weil er hat diesen schönen Satz gesagt, eine Farbe allein steht nur da. Nimmt man eine zweite Farbe und legt sie an die erste Farbe, fangen die Farben an zu tanzen. Das sieht man auch in seinen Bildern, sieht man das ja auch. Der hat ja alles so sehr schön bunt und bewegend. Und das sieht man auch ein bisschen so bei mir vielleicht. Es soll sich bewegen, das Bild soll leben. Und ja, und da komme ich ein bisschen vom Alltag runter. Und was wir hier sehen, ist jetzt das Bild Fenster in den Hunsrück. Das soll ein bisschen in den Hunsrück hineinschauen und eine bestimmte Stimmung erzeugen. Wie Picasso ja schon mal so schön sagt, oh, jetzt ein Zitat nach dem anderen. Es geht nicht darum, ein Bild zu verstehen, es geht darum, dass das Bild ein Gefühl erweckt. Und das ist ein bisschen, was ich in den Bildern versuche zu verwirklichen. Ja, hier sieht man dann die Fenster in den Hunsrück hinein. Wir sind jetzt mittendrin, also wir haben jetzt ungefähr die Hälfte. Und wir haben hier ein sehr schönes Symbiosium hier in Leisel. Haben wir 50 Kolleginnen und Kollegen. Kannte noch niemand von denen vorher. Alle erstmal kennengelernt, sitzen abends sehr schön zusammen. Man kann wirklich sagen, das macht richtig Spaß. Also so richtig so, man hat die jetzt kennengelernt am zweiten Tag. Morgen Abend gibt es einen Abschluss mit einer Liveband, mit Performance. Jeder darf spontan was machen. Ich weiß noch nicht, was ich mache. Ich denke an Ratschlagen, aber bin da noch am Gucken. Also sehr schön. Also das erste Mal in dieser Form hier im Hunsrück, dass ich sowas mitmache. Und ich glaube, das wird auch gut ankommen. Ich habe sehr schöne Sachen gesehen, auch von den Kollegen und so. Ist auch gar kein Wettbewerbgefühl, dass man jetzt irgendwie denkt, oh, wer wird denn hier der Erste? Also das Gefühl habe ich gar nicht. Es ist eher so, dass man sagt, ach, wir machen zusammen was. Und das ist so eine Stimmung, die eigentlich sehr schön ist. Kann ich nur weiterempfehlen.
Ja, also mein Name ist Wolfgang Gärtner, ich komme aus Otzenhausen, bin Ruheständler, habe jetzt eigentlich auch Zeit, mich der Kunst zu widmen, betreibe Kunst eigentlich seit meiner Jugend, habe auch diverse Kunstschulen besucht, komme aber beruflich aus einer ganz anderen Ecke. Die Kunst begleitet mich eigentlich schon ein Leben lang. Und es ist immer eine wunderbare Gelegenheit, wie gerade hier das Symposium, mit Künstlern zusammenzutreffen, sich auszutauschen und dort Erfahrung zu gewinnen, Leute kennenzulernen, auch mit den Techniken der anderen Künstler Bekanntschaft zu machen. Das ist eine wunderbare Sache. Ich selbst komme eigentlich ursprünglich aus der Malerei. Habe ich aber zunehmend der Installation zugewandt, weil ich auch ein bisschen aus diesem zweidimensionalen Raum der Malerei ausbrechen wollte, in die Dreidimensionalität gehen wollte, weil es für mich so ein Bedürfnis war. Und ich denke mir, wenigstens was meine Themen anbetrifft, kann ich dort viel mehr Präsenz entwickeln im dreidimensionalen Raum als auf der Leinwand. Habe mich allerdings nicht komplett von der Malerei und auch nicht von dem Zeichnen abgewandt. Wir sehen das hier an den Bildern, die ich hier gerade herstelle. Es geht einmal hier um eine Arbeit, die ist auf Leinwand mit Graphit gearbeitet. Und diese Arbeit soll sich ergänzen mit einer Installation, die ich jetzt vorbereitet habe. Ich habe jetzt zwei Optionen, was die eigentliche Räumlichkeit der Installation anbetrifft. Das ist einmal hier eine Landschaft, die ist aus Papier gearbeitet, mit Plaster, also mit Gips, Dentalgips bearbeitet. Und mit dieser Arbeit drücke ich eigentlich auch so, was die landschaftliche Gestaltung anbetrifft, die sehr große Fragilität der Landschaft aus. Das Papier ist dafür, denke ich mal, ein gutes Medium, und das auch zu demonstrieren, auch behutsam mit Landschaft, Natur umzugehen. Das ist mir ja hier in der Sache auch ein Anliegen gewesen. Das Ganze steht hier auf einer relativ soliden, Pinte, auf einer Stahlkonstruktion. Der Stahl ist, denke ich mir, im Hochwald, in früheren Zeiten hat man, so viel ich weiß, auch im Hochwald bzw. im Hunsrück gab es Erzvorkommen, die zwar jetzt sehr umfangreich waren, aber trotz allem soll das auch erinnern so an diese Vergangenheit des Hunsrückraumes. Die zweite Installation, die ich jetzt vorbereite und wo ich auch am Entscheiden bin, wie die Installation zusammen harmonieren soll, Bild und Räumlichkeit, das ist einmal hier. Das ist eine Styrodurplatte, die von mir bearbeitet wurde, die soll jetzt noch farblich gefasst werden, die auch letztendlich eine Landschaft per se, die Hunsrücklandschaft darstellen soll, teilweise mit ihren schroffen Formationen. Wenn man es vorstellt, dass das Idertal mit seinen sehr, sehr schroffen und sehr, sehr engen Tälern. Mein Anliegen ist es, diese beiden Komponenten, einmal die Räumlichkeit und einmal das Bild, miteinander sprechen zu lassen. Wobei mein Credo ist, das eine will und das andere nicht sein. Das heißt, die Zeichnung oder Malerei auf der Leinwand soll ist ein ergänzendes Glied zu dieser Installation, zu dieser Räumlichkeit. Das Symposium selbst ist, denke ich mir, eine ganz gelungene Sache. Vor allen Dingen ist hervorzuheben, dass dieses Ehepaar Prombacher, dass hier dieses Künstleratelier oder diese Atelier-Situation hier betreibt, eigentlich sehr, sehr offenherzig ist, gute Gasteltern sind für die Künstler, die jetzt hier 3 Tage arbeiten. Es kommt hier zu einem wirklich intensiven Meinungsaustausch, und wir werden hier von diesem Ehepaar Prombacher, wie man so schön sagt, betuttelt, hinten und vorne. Es ist eigentlich so eine Situation, die man sich als Künstler so wünscht. Das heißt, die Räumlichkeiten, die Umgebung sind eigentlich auch dazu angetan, sich inspirieren zu lassen für seine Arbeit. Insofern ist das Symposium hier gerade an dieser Örtlichkeit eine wunderbare Einrichtung.
Ich bin Tanja Bonaventura Klever, komme aus Nonnweiler, habe da ein eigenes Atelier, wo ich seit 2006 Kurse gebe. Und ursprünglich komme ich aus der Malerei, also Ich habe auch Design studiert, später dann in Malerei und Zeichenstudium angehängt und habe Acrylmalerei gemacht, auch Öl, aber mittlerweile gehe ich mehr zu Skulpturen und Installationen über, verbinde das immer mit Malerei und jetzt hier diese 3 Tage genieße ich total, sehr interessantes Thema. Und wobei ich jetzt nicht geplant habe, wirklich was mit einem Baum zu machen, obwohl das ganz gut passt. Ich habe unendlich viel Material dabei. Nichtsdestotrotz, das war ein Fundstück. Und die Idee hat sich dann entwickelt und passt eben zum Thema Überformung der Natur durch den Menschen auch. Also es spielt auch mit, weil er ja eigentlich schon fast kaputt, also er ist kaputt, so wir ernten, was wir sehen und wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht, der steht jetzt in einem alten Kochtopf, dann kommen wir nicht so weit. Und die Farbigkeit hat damit zu tun, also das Rote für das Leben, das Schwarze für die Vergänglichkeit und den Tod. Da der Ursprung, wo er rauskommt, der wird weiß werden, also das ist das, was dazwischen alles ist und weiß wie die Unschuld eben. Und dann habe ich andere Teilnehmer hier gefragt, sie sollen mir mit einem Wort sagen, also gerne mehrere, aber immer nur eins, was ihnen wichtig ist. Und diese Begriffe werde ich auf Zettel packen und die Zettel werde ich in diese Spinnerei mit einnähen. Und das Ganze heißt dann Denkzettel, weil wir darüber nachdenken sollen, dass uns eigentlich alles, also eigentlich allen, dasselbe wichtig ist, aber dass trotzdem so wenige was dafür tun. Ja. Das ist eigentlich im Großen und Ganzen das, woran mir was liegt. Ich heiße Jordan Jordanov. Ich komme aus Bulgarien. Ich wohne jetzt in Tafang, nicht so weit aus hier. Ich bin in Deutschland 1,5 Jahre. Und ich spreche ein bisschen Deutsch, nicht so gut. So, Entschuldigung bitte. Ich bin Künstler. Mein Beruf ist Künstler. Ich finde Schule in Bulgarien für Art Painter oder Künstler. Ich wollte machen Acryl Oil und jetzt ist ich mache Aquarell.
Ich wollte machen abstrakt, auch naiv Art, Naivkunst und differente Style. Ich wohne in einem Kunstrückhaus, Kunstrückpark auch. Kunstrückpark ist ein wunderschöner Platz für die Leute hier, this part of Deutschland. Natura ist sehr, sehr gut und safe. Natura is saved, like before was. Entschuldigung. In Bulgarien, ich mag mehr Naivkunst. Die Leute wollen auch Naivkunst. Das ist ein National Line. Auch ich mache Ikonen, orthodoxe Ikonen. Das ist auch National Line in Bulgarien, orthodoxe Ikonen. Mein Name ist Simone Mittelstädt, ich bin 43 Jahre alt und ich bin leidenschaftliche Hobbykünstlerin und ich habe mich hier angemeldet bei dem Künstlersymposium aus dem Grund, weil ich schon seit Jahren halt schon male und seit 2014 bin ich selbst auch Mitglied bei der Atelierstraße und habe auch mitbekommen, dass das hier veranstaltet wird. Und habe mir einfach mal überlegt, oder den Mut gefasst, hier mitzumachen. Weil ich an sich die Idee zum Nationalpark, was dazu beizutragen, eine gute Sache finde. Und wir haben jetzt ja hier auch 15 regionale Künstler, die sich hier beteiligen. Und wirklich, was ich auch jetzt schon gesehen habe, die unterschiedlichsten Werke, was ich also außergewöhnlich finde und auch wirklich Weltklasse, ganz wirklich schön. Und ja, ich habe jetzt die Gelegenheit genutzt, hier mit einem Werk mitzumachen. Das ist ein Triptychon und das nennt sich Windmonster im Park. Vielleicht kann man es ja erkennen, wenn man das Bild sieht. Es ist noch nicht ganz fertig, aber man sieht, dass hier ein King Kong am Windrad steht und das, was er mit vorhat, das kann man sich dann überlegen. Also man kann sich dann überlegen, wer ist jetzt das Monster? Ist das jetzt der King Kong oder ist es das Windrad? Also ich denke, da kann man schon ein bisschen überlegen. Ansonsten unsere schöne Natur, das ist mir auch wichtig, die ganzen Traumpfade, die wir hier haben und auch schon prämiert worden sind, das denke ich, muss auch mit aufs Bild. Und das war so meine Idee, hier was dazu beizutragen. Ich fühle mich sehr wohl hier. Ich kenne die Ilona ja auch schon persönlich und sehr gastfreundlich, sehr herzlich. Und auch die anderen Teilnehmer, ja, sind alle sehr nett. Also ich finde es eine tolle Sache hier, dass ich hier dabei sein darf und ja, dass ich hier einfach mal Zeit gefunden habe, mich meinem Hobby mal hier zu widmen. Und ich freue mich einfach auf die Dinge, die dann noch kommen werden. Ja, mein Name ist Anna Göttert, ich bin 24 Jahre alt, komme aus Katzenloch, bin also gebürtige Hunzuckerin. Ich zeichne schon und illustriere, seit ich einen Stift halten kann. Und mein Lieblingsmedium sind Polychromos, das sind Buntstifte von Faber-Castell. Und mit denen macht es mir besonders großen Spaß zu zeichnen. Ich zeichne gerne Tiere. Zum Beispiel eine Wildkatze in diesem Fall. Und ich habe mich für die Wildkatze auch entschieden, weil das ja ein Symboltier quasi für den Nationalpark Hunsrück ist und für den Nationalpark steht. Und ich wollte auf einem Bild den Wald aus der Sicht quasi der Wildkatze zeigen und das Licht auf die
ja, auf das Leben im Wald auch ohne den Menschen zeigen. Ja. Mir hat das Künstlersymposium sehr viel Spaß gemacht. Ich mache gerne wieder mit, weil es ist einfach total spannend und interessant, was dabei für Werke rausgekommen sind von so vielen unterschiedlichen Künstlern, unterschiedliche Werke, die wirklich außergewöhnlich sind und unterschiedlicher nicht sein könnten, von Plastik über Malerei bis alles. Ich studiere Kommunikationsdesign seit 2 Semestern und will das vielleicht auch mal zu meinem Beruf machen, das Illustrieren. Und ja, ist auch eine schöne Gelegenheit, das Symposium ist eine schöne Gelegenheit, um auch Erfahrungen auszutauschen, um Einblicke in die Arbeit von anderen Künstlern zu bekommen. Und gefällt mir sehr gut. Ja, also mein Name ist Margit Wehle-Heich. Ich wohne seit 30 Jahren in Rauen, also mitten auf dem Hunsrück im Prinzip. Bin in Niederoberstein aufgewachsen und in Mainz geboren. Bin 54 Jahre alt, habe 2 Kinder, die mittlerweile auch erwachsen sind, und beschäftige mich mit der Malerei eigentlich seit 1991, 92, wobei ich früher in der Schule immer schon sehr gerne gemalt habe. Habe verschiedene Kurse besucht und mich immer auf Fortbildungen weitergebildet in der Malerei und mache am liebsten die abstrakte Malerei mit Acryl-Mischtechniken, auch Collagen oder auch mal Holzschnitt. Hier in dem Symposium beschäftige ich mich mit der Acrylmalerei in der Abstraktion der Landschaft beziehungsweise auch in der Verformung der Landschaft, die halt durch die Windräder, die man überall sieht, maßgeblich die Landschaft verändern auf jeden Fall. Oder auch der Hochmoselübergang, der mittlerweile auch in aller Munde ist, wo eine große Brücke über die Mosel gebaut wird, vom Hunsrück in die Eifel. Das Symposium hat mir ja sehr gut gefallen. Es sind sehr viel unterschiedliche Arbeiten hier hervorgegangen. Es war ein sehr schönes Miteinander gewesen und wir haben es auch sehr viel unter den Künstlern nochmal ausgetauscht und waren erstaunt, wie vielfältig hier die Dinge entstanden sind. Ja, ich habe halt einen Bezug zum Hunsrück schon seit Geburt an im Prinzip und freue mich halt, dass es den Nationalpark geben wird und dass die Natur halt dort unberührt bleiben wird, und wünsche dem Nationalpark für die Zukunft alles Gute und dass er auch viele Touristen hierher bringt. Ich bin die Ursula Müller, ich wohne in Brauneberg seit nunmehr 13 Jahren und ich beschäftige mich seit bestimmt 20, 30 Jahren mit Kunst, Malerei. Habe in Wiesbaden an der Freien Kunstschule Malerei studiert, also gerade so diese Techniken, Farblehre, Komposition und diese theoretischen Kenntnisse, weil mir einfach wichtig war, ein gutes Fundament zu haben. Und das hat einfach so ein bisschen gedauert, bis ich das halt wieder lösen konnte, um dann wirklich auch zu meiner Sache zu finden. In Brauneberg habe ich mit meiner Kollegin, mit der Inge Langer, zusammen ein Institut für ganzheitliche Naturerfahrung, das heißt die Wurzel. Wir arbeiten dort ganz stark mit Natur, sind einfach Leben im Miteinander mit der Natur. Das heißt, wir gucken auf natürliche Zusammensetzungen, natürliche Farben. Und das ist einfach so ein ganz wichtiger Punkt. Haben dort auch ein großes Kräuterfeld und machen dort auch Kunst mit Reben. Die Kunst mit den Reben war jetzt so im Moment für dieses Mal kein Thema, weil einfach beim Hunsrück ist es ja einfach, was mich persönlich sehr beeindruckt, sind diese großen Felder. Und ich bin am Donnerstag durch den Hunsrück gefahren, da leuchteten die Rapsfelder. Das frische Grün vom Frühling ist einfach toll. Und das hat mich an sich so inspiriert, jetzt wirklich in die Abstraktion zu gehen, erstmal nur die Felder von oben zu sehen. Weil es einfach so eine Schönheit an sich ist. Das Thema ist Überformung der Landschaft, und es ist so, dass der Mensch diese Felder geformt hat und immer wieder neu formt. Das ist erstmal so das Oberflächliche, das ist das, wenn man von Weitem aufs Bild schaut, dass das einfach
Man sieht praktisch die Felder von oben, so wie sie geformt sind. Was dann aber bei dieser Arbeit passiert, ist das, ich möchte es mal sagen, das Intuitive, sich ja einspüren, was ist, wenn ich Farbe auftrage, was ist dann von Natur aus zu sehen. Und das sind Dinge, die ich dann hervorhole. Also es kann sein, ein Baum kommt oder auch ein Tier oder ja, also ich lasse mich so inspirieren von den Dingen, die dann dort zu sehen sind und arbeite dann daran weiter. Ich orientiere mich dann praktisch an dem, was ich schon vorher intuitiv erstmal gemalt habe. Was bei meinem Bild, also was einfach für den Hunsrück auch im Moment so charakteristisch ist, wenn man hier abends durchfährt, da sieht man halt überall rote Punkte, da leuchten die Windkrafträder. Da habe ich mich jetzt auch mit auseinandergesetzt, ob ich das Thema Windkraft, wie arbeite ich das ein? Das ist was, was den Hunsrück jetzt immer prägen wird. Und für mich war das einfach nur das Symbolische in rote Punkte, weil wenn ich abends hier durchfahre, leuchtet alles mit roten Punkten. Und habe das einfach auch so reduziert. Und was ich sehr schön finde, ist so die Rückmeldung von den Kollegen hier. Der eine sagt, oh, das sind für ihn Mohnblumen. Der andere sagt, das sind die Sommersprossen der Natur. Was ich auch eine schöne Assoziation finde, weil es ist einfach, ja, es wird einfach zu unserer Landschaft dazugehören. Und es gehört einfach dazu, ja. Von daher war das auch für mich auch ein Thema, das auch ins Bild einzubringen. Generell zum Hunsrück, ich meine, ich wohne jetzt an der Mosel. Es ist aber so, dass wir einfach immer schon, seit wir hier wohnen, einfach positive Unterstützung gefunden haben von Leuten, die im Hunsrück wohnen, die dort leben. Wir haben tolles Obst hier geschenkt bekommen, durften wir ernten. Wir haben Holz gekriegt und also es ist so, dass wir da und unser Feld wird von Hunsrück aus bearbeitet. Wir haben ein Dinkelfeld und von daher ist mir auch das Thema der Felder sehr nah, weil wir einfach auch das so beobachten und einfach toll, man kann es einfach bei uns miterleben, was ja hier in dieser Massenabfertigung so nicht mehr geht. Aber es ist einfach eine tolle Geschichte und ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut, dass das hier heute, dass es einfach die Tage stattgefunden hat, weil es nochmal eine intensivere Auseinandersetzung ist, wenn man vor Ort ist und einfach sich so in die Landschaft einspüren kann und dann das als Kunstwerk rüberbringen kann. Das finde ich sehr schön. Und einige sagen, oh, was sind das tolle Farben. Und es ist so, wenn man jetzt rausgeht, die Farben sind wirklich so. Das finde ich das Tolle und das finde ich so erfüllend auch. Also auch so, ja, es ist einfach Neubeginn und es passiert was Neues. Und das, finde ich, soll einfach auch in so einem Bild ausgedrückt werden. Ja, ich könnte jetzt natürlich noch viel erzählen, aber ich denke an sich, also vielleicht erzähle ich noch was zu meinem Stab, weil das ist auch so eine Sache. Ich habe das Bild auf Leinwand gemalt und wollte das nicht fest auf einen Keilrahmen ziehen, sondern das soll sich frei bewegen dürfen. Und im Zuge dessen habe ich so, wie man das auch früher mit den Wandbehängen machte, habe ich eine Schlaufe geklebt und der Horst war so nett, mir einen Stab zu schneiden, und zwar eine tolle Hasel. Und diese Hasel wird dann in Zukunft auch dieses Bild tragen und das finde ich eine sehr schöne Sache, ja. Okay, dann gut. Dankeschön.